Guten Morgen, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Sonntagmorgen und wir haben gedacht, wir nehmen euch heute so ein bisschen mit durch unseren entspannten Sonntag, unseren sehr langsamen Sonntag. Ich bin jetzt gerade aufgestanden, Sascha schläft noch, werde mich jetzt ein bisschen fertig machen und was frühstücken und dann mache ich einen kleinen Spaziergang mit meiner Mama zusammen. Das machen wir in letzter Zeit sehr häufig am Wochenende. Noch ist das Wetter noch gut, es war gleich irgendwie gegen frühen Nachmittag anfangen zu regnen, deswegen hoffe ich, dass wir nicht in den Schauer kommen. Und dann gucken wir mal, was heute noch so ansteht. Ich wollte nachher noch ein Brot backen, Sascha muss ein bisschen arbeiten und ja, wenn ihr Bock habt, dann begleitet uns heute so ein bisschen durch unseren Sonntag. Ich benutze aktuell hier die Produkte zum Pflegen für mein Gesicht von Jungglück und morgens trage ich da immer gerne das Rosenwasser auf und dann die Hyaluron-Tagescreme und bin damit sehr zufrieden. Reinigungsöl verwende ich abends zum Abschminken und dann das Niacinamid-Serum, denn ich habe immer wieder so ein bisschen rote Stellen auf den Wangen. Das hilft mir ganz gut und das Mandelöl für raue Stellen, vor allem an den Beinen. Und damit starte ich jetzt in den Morgen. Übrigens durch eine Kooperation mit roastmarket.de hier eine riesen Kaffeesammlung zugeschickt bekommen und jetzt gerade habe ich noch meinen vorherigen Kaffee in der Maschine, aber ich bin da gespannt, mal die ganzen Sorten durchzutesten. Es sind verschiedene Espresso-Sorten, wie aber auch zum Beispiel hier eine Berliner Kaffeemischung mit dabei und ich freue mich sehr, mal ein bisschen was Neues auszutesten. Meine Maschine ist jetzt zwar eigentlich perfekt eingestellt auf die Bohnen, die ich benutze. Das sind die von Maiola. Aber ja, da muss man dann ein bisschen rumstellen und bin ich mal gespannt, wie mir die anderen Sorten so schmecken. Ich bin mittlerweile zurück vom Spaziergang. Wir sind ungefähr 5 Kilometer gelaufen, einmal um unseren See rum und noch ein bisschen durch den Wald. Hat auf jeden Fall richtig gut getan. Wir hatten noch mega Glück mit dem Wetter, denn es regnet bis jetzt auch immer noch nicht. Sascha ist mittlerweile auch wach und wir haben gerade ein bisschen gequatscht und ich werde jetzt ein Brot aus dem Thermomix backen. Ich habe nämlich von einer Freundin den Tipp bekommen, dass die Joghurtkruste richtig lecker sein soll und die werde ich jetzt mal backen. Dann haben wir nämlich die nächsten Tage auch ein bisschen Brot und dann gucken wir mal, was noch so ansteht. Sascha hatte gestern Sushi mitgebracht vom Rewe, das gibt es wahrscheinlich gleich zum Mittag und dann schauen wir mal, was wir heute Abend noch so essen. Do.
So, der Teig ist jetzt fertig und ruht jetzt hier in meiner Schüssel. Ich werde jetzt noch ein Tuch drüber machen und dann muss der 1,5 Stunden gehen. Und in der Zwischenzeit mache ich mal den Thermomix sauber. So, Thermomix ist gespült. Der Brotteig geht dort in dem Topf. Und ich werde jetzt zum ersten Mal einen Römertopf ausprobieren. Den habe ich nämlich von meiner Großtante bekommen. Und der steht hier oben. Da. Und Sascha, holt mir den jetzt runter. Den hier? Ja. Ich habe den bisher noch nicht. Ich habe den bisher noch nicht probiert. Okay. Vielleicht müssen wir den ein bisschen sauber machen, weil der sieht ziemlich dreckig aus. Kann man nicht sauber machen. Ja, okay, zumindest vielleicht einmal durchwischen, weil der stand jetzt, glaube ich, ein paar Jahre irgendwie im Keller. Und dann probiere ich mal damit das Brot zu backen, weil es wird hier in dem Rezept empfohlen mit einem Römertopf. Und mal gucken. Ich wollte euch mal ein Update zu meiner Kamille geben, die ich hier auf dem Balkon angebaut hatte. Ich weiß gar nicht genau, ob ich das erzählt habe. Auf jeden Fall habe ich da jetzt schon hier einiges an Kamillenblüten geerntet. Werde jetzt auch die nächsten noch ernten und dann sind die, glaube ich, auch über. Wie ihr seht, sind die hier mittlerweile auch sehr vertrocknet. Ich glaube, die ist einfach mittlerweile zu groß für dieses kleine Hochbeet. Der Rosmarin, der hier noch neben steht, der hat schon gar keinen Platz mehr. Und dann werde ich die auch rausnehmen, wenn ich die hier abgeerntet habe. Dann gucken wir mal. Ja, hatte hier so ein paar getrocknet schon. Und ich freue mich sehr, die dann irgendwann als Tee zu benutzen. So, es sind jetzt ungefähr 1,5 Stunden später, aber das Brot ist echt so gut wie gar nicht aufgegangen. Keine Ahnung warum. Ich habe jetzt mal den Backofen auf so 50 Grad ungefähr eingestellt und werde das jetzt mal noch mit der Schüssel dort reinstellen. Mal gucken, ob es dann ein bisschen mehr aufgeht. Ja, irgendwie blöd. Ich weiß auch nicht so genau. Vielleicht war die Hefe schon zu alt oder so. Ich hatte ja keine frische Hefe verwendet, sondern Trockenhefe. Obwohl es tatsächlich in warmem Wasser aufgelöst wurde. Aber gucken, wir probieren das jetzt mal noch im Backofen. So, ich hatte jetzt den Teig noch ungefähr eine halbe Stunde bei 50 Grad im Backofen. Er sieht jetzt so aus. So viel mehr aufgegangen ist er leider nicht, aber ich probiere es jetzt einfach trotzdem so. Und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. So, ich muss hier einstellen auf 240 Grad. Und dann braucht das Ganze 50 bis 60 Minuten ungefähr. So, wir haben mittlerweile 1,5 Stündchen später. In der Zwischenzeit gerade, während das Brot im Ofen war, hat Sascha uns Spaghetti gemacht. Wir haben gerade gegessen und so sieht jetzt hier aktuell das Brot aus. Also ich finde, es ist wirklich sehr gut geworden. Es ist zwar nicht ganz so aufgegangen in Summe, wie ich dachte, aber schön kross geworden. Es ist schön hier eingerissen, wie ich das eingeschnitten hatte. Und ja, ich denke mal, ich werde das jetzt mal hier rausholen und dann lassen wir es noch ein bisschen auskühlen. Und auf jeden Fall echt sehr positiv überrascht. Boah, das duftet so geil. Oh. Hätte ich nicht gerade gegessen, würde ich jetzt auf jeden Fall reinhauen. Aber ich glaube, ich snack jetzt hier nur kurz dieses Knäppchen mit ein bisschen Butter und Salz. Und der Rest wird aufbewahrt für morgen früh. Also, da das Brot wirklich äußerst lecker ist, oder? Das Brot ist doch wirklich äußerst lecker, oder? Ja. Findet ihr das Rezept in der Infobox. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen auf meine Liege verzogen, nach draußen auf dem Balkon und werde jetzt mein Hörbuch zu Ende hören. Ich teste nämlich gerade Audible und zwar höre ich aktuell das Hörspiel Playlist bzw. Hörbuch Playlist von Fitzek. Und wenn ihr auch Bock habt, Audible mal zu testen, dann schaut auf jeden Fall mal in die Infobox. Da verlinke ich euch dann einmal ein Probeabo, wo ihr auch Audible kostenlos testen könnt. Und bei mir ist es jetzt so, ich habe ein Guthaben im Monat
Und dafür kann ich mir dann ein Hörbuch aussuchen. Die haben wirklich meiner Meinung nach im Vergleich zu den anderen Anbietern, die es in dem Hörbuchbereich gibt, echt die beste Auswahl. Vor allem sehr, sehr unterschiedlich. Bestseller sind dabei, Bücher, die man auch kennt, Podcasts, Biografien, Thriller, Liebesromane. Also es ist echt super breit gefächert. Und ich habe jetzt schon einige Bücher gehört, nicht nur Playlist, sondern auch ein bisschen was Liebesmäßiges. Und ich habe hier so einen Merkzettel gemacht, wo ich mir einiges an Büchern mal draufgesetzt habe, was ich ganz interessant finde. Das werde ich jetzt die nächsten Wochen und Monate mal durchhören. Und ja, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen von euch auch was. So. Heute Abend jetzt mal aus einer etwas anderen Perspektive, denn ungewohnt. Wir verbringen den Abend jetzt hier zusammen und zocken ein bisschen. Ja. Was spielst du? Ich spiele Smash. Genau, und ich habe mir gerade ein neues Game runtergeladen, das heißt Tell Me Why. Ain't nothing but a holiday. Das hat einfach auch jemand in die Kommentare geschrieben bei Steam, ne? Mal gucken, ob es tatsächlich irgendwo vorkommt. Genau, und das teste ich jetzt mal. Es gab es nämlich umsonst. Ich hatte es schon lange auf meiner Wunschliste bei Steam. Und mal gucken, wie das ist. Genau, Sascha spielt ein bisschen Smash weiter. Und so werden wir jetzt den Abend ausklingen lassen. Ich werde mich aber gleich nochmal bei euch melden, wenn es dann ins Bett geht. So ihr Lieben, es ist mittlerweile kurz vor 10 und ich werde mich ins Bett fertig machen. Sascha geht meistens mal ein bisschen später schlafen, deswegen ich lege mich jetzt ins Bett, werde noch ein klein bisschen lesen. Wir haben das gerade gezockt und dann ist der Tag auch soweit beendet. Ich hoffe sehr, dieser kleine Sonntagsvlog hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ich sowas häufiger machen soll. Dann mache ich das nämlich gerne und nehme euch ein bisschen häufiger mit durch unsere Tage. Und vergesst auch gerne nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Denn dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!